muss sich das so vorstellen, als Blinder oder als Sehbehinderter, ich laufe praktisch auf ein schwarzes Loch zu. Und ja, und damit ist die Herausforderung, glaube ich, schon ganz, ganz deutlich, weil jeder Sehne sieht die nächste Tür und sieht das Namensschild, was an der Tür steht und sieht den Fahrstuhl. Ich sehe es nicht. Also bisher funktioniert Navigation in Gebäuden über Schilder, die einfach einem zeigen, wo Raum so und so viel ist. Und wir haben das Ganze jetzt digitalisiert. Das heißt, ich kann in der App angeben, in welchen Raum ich will und werde da genau hingeführt. Das funktioniert nicht nur für Sehende, sondern unsere Navigation ist so genau, dass wir sogar Blinde eben in einem Gebäude von A nach B bringen können. Outdoor-Navigationslösungen gibt es ja mittlerweile schon viele, auch speziell für Blinde und Sehbehinderte zugeschneiderte Lösungen. Aber für die Indoor-Navigation gibt es halt noch keine optimale Lösung. Ich finde Indoor-Navigation sehr, sehr sinnvoll für alle großen Gebäude wie Krankenhäuser, Baumärkte, Supermärkte, Shoppingcenter oder auch Parkhäuser, ja, um dann vom Parkhaus in den richtigen Raum zu finden. Ich gebe mein Ziel ein in die App, daraufhin öffnet sich dann eine Karte, auf der ich meinen Standort sehe und mir wird die Route angezeigt, wie ich dann punktgenau zu meinem Ziel komme. Also als Hilfsmittel der App werden gesprochene Wegeinformationen gegeben, ähnlich wie man es jetzt von einer normalen Auto- oder Fußgängernavigation kennt. Durch Tür geradeaus, 18 Meter geradeaus. Dann gibt es die Möglichkeit über Vibrationen mir anzeigen zu lassen, ob ich jetzt in der richtigen Richtung laufe oder in die falsche Richtung. Also ähnlich ist es dann auch bei den Tickern, Klackern oder je nachdem, wie man es nennen möchte. Also wenn es oft tackert, dann laufe ich in die falsche Richtung und wenn es aufhört zu klickern, zu tackern, dann laufe ich in die richtige Richtung. Es bringt mir einfach die Form der Selbstständigkeit wieder. Ich kann mich wirklich alleine bewegen mit der App und muss nicht mehr etliche Leute fragen, sondern ich kann zu Hause mir sagen, komm, ich gehe jetzt einkaufen, ich gehe jetzt ins Shoppingcenter, tippe das ein auf meiner App und dann werde ich da hingebracht. Ich möchte ja autark laufen können, wie auch jeder nicht behinderte Mensch ja auch. Deshalb finde ich so eine App-basierte Lösung unter anderem, dass ich mich wirklich navigieren lassen kann durch gewisse Gebäude, echt spitze.